Hier bin ich. Zusammenficken, ne? Wir hätten auf B draufgekommen, als du das gesagt hast. Irgendwie kann ich mit der AK nix. Sei doch einfach mal die Fresse. Ich bin schon mal von 4 großen Dildos gefickt worden. Hallo und willkommen zurück bei Farming Simulator 15. Wir fahren heute den Weizen zu Marys Farm, weil Mary ziemlich ordentliche Preise bietet. Muss man ganz ehrlich sagen. Wir schauen nochmal. 769 gibt Mary uns mittlerweile pro 10.000. Ne, pro 1.000. Und das ist ziemlich ordentlich. Sag mal, fährt eigentlich nur auf der Hauptstraße Verkehr? Ich habe noch nie gesehen, dass irgendwie da in diese Straße mal ein Auto eingebogen ist. Obwohl doch. Ich habe gelogen. Okay, wir begeben uns mal nach hier oben. So. Joa. Unser Traktor ist ziemlich stark, genau. Alter, da hinten diese Felstextur, ey. Ich krieg das Kotzen, Alter. Alter, Mary legt richtig los. Was ist da los, Alter? Boah, ich glaube, man muss halt... Ich glaube nicht unbedingt, dass die Preise jetzt niedriger sind als in Farming Simulator 15, sondern dass man einfach viel mehr auf die Preisentwicklung achten muss. Und Spaß, ich warte so lang. Ich warte einfach so lang, bis Mary ordentlich... Bis Mary am Höhepunkt ist, ja? Wie sich das gehört. So. Spaß. Nein. Alter. Alter. Alter, Mary, ey, die liegt richtig los, ey. Das ist hier der Wahnsinn. Das glaub ich ja jetzt nicht hier. Und die große Nachfrage. Ja, okay. Man muss halt wirklich anscheinend richtig auf die große Nachfrage immer achten. Und eben auf die Preisentwicklung, weil jetzt komme ich schon bald wieder in den Bereich, wo auch Farming Simulator 7. Wieso habe ich denn im Menü immer nur 40 MB? Ja, MB. Hm? Guten Tag, MB. Abkippseite hinten, Plane schließen. Schön. 897, 898, 899, 900, okay, ja. Sojabohnen bringen echt viel. Muss man sagen. Ach komm, wir schauen erstmal, was unsere Helferlein schaffen, so. Ja. Im Prinzip gar nichts. Na, 12, 913.
Alter Falter, was ist denn da los? Ist das krass. Ist ja witzig, diese eine Ladestelle, die große Nachfrage hat, die gibt weniger als eine ganz normale. Also da sollte man sich auch nie beirren lassen, anscheinend. Und ich frage mich immer noch, was der Unterschied ist zwischen... Okay, das ist wahrscheinlich einmal Heu, was schon länger liegt, und einmal Heu, was irgendwie noch nicht so lange liegt. Ey, auf keinen Plan. Ich werde es vielleicht irgendwann herausfinden. Und dieses irgendwann ist ein unbegrenzter Zeitraum. Na komm, langsam passiert nicht mehr viel, gell? Komm schon, Mary, mach mich glücklich. Okay, ne, passiert nichts mehr. Alles klar, abladen. So. Noch 55.000 Schulden. Ich bin jetzt echt am Überlegen. Weil es jetzt so schwer ist, in diesem Spiel Geld zu verdienen, über ja, die Standardmöglichkeiten des LS. Ich bin echt am Überlegen, ob ich quasi mein ganzes Geld, was ich einnehme, spare, um mir eine Windkraftanlage zu kaufen. Beziehungsweise eine Solaranlage, weil... Oh Spaß, so eine Solaranlage, die kostet 125.000 und ich glaube, die haben... Die gibt ordentlich, oder? Wie viel gibt es denn so eine Werkstatt? Stelle festlegen, Fahrzeugräder ohne... Wie funktioniert das mit einem bezahlten Mechaniker? Kein Spaß. Lade, Hackschnitte, die Verkaufsstation ab, um Fernseher zu erzeugen, welche Geld einbringt. Okay. Heulager... Achso, da können wir quasi das Heu lagern. Okay, kein Plan, warum man das machen sollte, aber egal. 25 Euro die Stunde bringt das. 90 Euro die Stunde, 150 die Stunde und 1500 die Stunde. Bringt ja gar nichts mehr. 1500 die Stunde nur noch. Früher hat das 4000 die Stunde gemacht. 1500 die Stunde, Alter, willst du mich verarschen? Für eine Windkraftanlage. Das bringt doch gar nichts mehr, Alter. Warum sollte man sich denn sowas kaufen? Geld ist viel mehr wert geworden in dem Spiel. Ich finde das nicht wirklich gut. Ich weiß nicht, wie viele tausendmal ich das schon gesagt habe. Und Spaß, Giants, fix das. Ich hab keinen Bock, 200 Stunden zu brauchen, bis ich meinen ersten Mähdrescher habe. So, wie viel kosten denn jetzt so die Felder eigentlich? Ich meine, hier so ein... Feld, sowas so, ja, nicht so groß ist. Ach, lol. Ach, hallo. Hättest du vielleicht etwas Zeit, um das Feld für mich zu düngen? Ich habe total verschwitzt, dass meine Tochter heute ein wichtiges Spiel hat. Es ist das erste Spiel von Anfang an im Tor. Und wenn ich meine Frau hier aufsehen lasse, zieht sie mir das Fell über die Ohren. Wenn du es erlegen könntest, kriegst du 2007 für mich, das würde mir einen riesen Gefallen tun. Ach, das ist ja toll. Okay, dieses kleine Feld kostet 85.000, also, boah. Und wenn ich dem Bauer komplett helfe, schenkt er mir das Feld, oder wie ist das? Okay, jetzt wissen wir also auch, wie wir Missionen bekommen. Das ist cool. Dieses neue Feature. Das ist richtig cool, muss ich sagen. Alex Young. Besitzer von Feld Nummer 19.
Ja. Ja, das heißt, wenn man sich einfach alle Felder kauft, kann man die Errungenschaft quasi nicht erzielen. Mit den ganzen Leuten, also Bauern helfen und so. Das ist schade und irgendwie komisch und kein Plan. So wie eigentlich immer. Ich keinen Plan habe hier gerade. So, na komm. Dann starten wir schon mal wieder ernten. Oh, warte mal. Ich habe ja noch viel, viel mehr Weizen. Hoffentlich ist der Preis jetzt nicht in den Keller gegangen. Nee, boah. Preise sind noch gut bei Mary's Farm für Weizen. Dann würde ich jetzt mal sagen, gehe ich meinen ganzen Weizen da verkaufen. Weil 916 habe ich noch nie gesehen bei Weizen. So teuer. Also so viel Geld. Na komm, wir machen weiter. Bis es Tag ist. Ich denke, da soll jetzt sich nicht so viel am Preis ändern. Bei Mary. Hoffe ich einfach mal. So, dann schauen wir mal. Wie sieht denn Gerste in diesem Spiel aus? So wie immer eigentlich. Okay. So, dann starten wir hier. Ohne Spaß. Was braucht ihr denn bitte schön so viel FPS? Diese scheiß Animation da, wie das da. Okay, jetzt geht's wieder. Ich wollte schon sagen, ey. Oh Gott, ich bin echt ein Depp. Ich bin ja echt ein Depp. Muss man sagen. Also so langsam ist der Fortschritt jetzt auch nicht. Ich bekomme immerhin pro Fahrt 5000, Alter. Ja. Krass. Komm, das Auto, Alter, es geht mir auf den Sack. Hä? Okay. Ja, was ist denn noch so interessant? Ja, bald kommt Planet Coaster und Transport Fever raus. Dazu kommen auf jeden Fall auch Let's Plays, aber die Let's Plays werden wahrscheinlich schon da sein, wenn diese Folge online kommt, weil ich denke mal, es wird noch ein bisschen dauern. Ich nehme es übrigens am 26. auf, also einen Tag nach Release.
Okay. Können wir jetzt eigentlich wieder auf 1 gehen? Weil jetzt haben wir nämlich Tag und wir haben immer noch den guten Preis bei Mary's. Bei Mary's Farm. Ich will aber mal gerade gucken, wie die Preisentwicklung denn ist hier hinten. Oh ja, das ist eigentlich auch gar nicht so scheiße. Bei Maple... Ah, das ist aber die Maple Field Mill, von daher ist es scheißegal, weil ich habe keinen Bock, das ganze Prozedere mit dem Zug zu machen. Es wäre eigentlich auch viel einfacher, wenn ich das ganze Zeug einfach direkt da oben in das große Lager eindingsen würde. Anstatt das in dieses kleine Pupslager direkt beim Feld, weil dann könnte ich nämlich das ganze Zeug direkt vom Zug dann ins große Lager umfüllen und von dort aus dann auch beispielsweise nach Möglichkeit eben zur Maplefield Mill bringen. Tja. Gut, dann schauen wir mal, ob wir direkt den Mähdrescher entleeren können. Wenn wir ankommen. Ohne Spaß, wartet mal. Ich mach mal Pflügen benötigt aus. Pflügen notwendig aus. Ich weiß, ob du deine Ferien umfliegen musst, um hohe Erträge zu erhalten. Machen wir mal aus. Für den Anfang, jetzt wo wir noch keinen Flug haben. So, dann schauen wir mal, ob das übernommen wurde. Bodenbeschaffenheit gleich, mal schauen. Bodenbeschaffenheit gedüngt. Ne. Wurde übernommen, muss nicht mehr gepflügt werden, das Zeug. Wachstum. Mhm. Erntereif, abgeerntet, okay. Joa. Wird eigentlich auch die Scheune als Preis hier angezeigt? Ja, tatsächlich. Ja, okay. Mhm. Okay, es gibt aber keine Alternative. Hm. Das ist doch echt scheiße, dass man so wenig Geld bekommt für Strohballen oder Heuballen. Es lohnt sich überhaupt nicht mehr, die zu verkaufen. Das hat sich ja im LS15 schon kaum gelohnt. Hilfe, die hat einen vollen Korntank. Na, dann fahren wir direkt weiter. Passt das ja genau. Dann fahren wir immer in den Abständen. Zack.
Dann hau mal raus. Alter, wie lange das immer dauert, ne, zum Überladen. Okay. Okay. Jetzt, wo es mir so einfällt, bei meinem LS15 Let's Play waren auch nur gerade mal so die letzten, ich will es gar nicht genau sagen, die letzten 10 Folgen waren gerade mal richtig Endgame. Es hat also auch ewig lange gedauert, bis ich mal ordentlich was hatte. Und Spaß, jetzt wo wir LS17 spielen, können wir ja mal gerade über die Peta reden. Weil Giants wurde ja von der Peta angeschrieben, dass sie gefälligst jetzt mit der Schweinezucht auch Szenen von realen Schlachtungen in ihr Spiel einbauen sollen, damit es realistisch ist, wenn man die beim Schlachter verkauft. Und ja. Giants hat darauf überhaupt nicht reagiert, hat das einfach ignoriert, was so meiner Meinung nach richtig ist, weil das war einfach das Lächerlichste, was ich jemals gelesen habe, was die Peter da geschrieben hat. Es war so lächerlich, ich habe mich totgelacht. Und was sind Tierschutzorganisationen, die will, dass man zeigt, wie Tiere gequält werden? Was ist das für eine Tierschutzorganisation? Was ist das? Außerdem tut man die Tiere nicht beim Schlachter verkaufen, sondern einfach nur wieder beim Händler, genau da, wo man sie auch gekauft hat. Könnte ich ja gerade mal ganz kurz zeigen, jetzt wo wir eh bei Mary's Farm die ganze Zeit sind. Ach, dass er immer anhält, das kotzt doch mal richtig an. Komm schon. So. Jetzt kann ich auch insgesamt 10.000 zurückbezahlen. So. Ich finde es echt ein bisschen schade, dass man immer so lange braucht, um aus der Anfangsphase rauszukommen bei LS. Es
Deswegen möchte ich jetzt auch 150 Folgen LS17 machen. Einfach damit man auch mal das Endgame ein bisschen länger sieht. Damit man wirklich alles zeigen kann, bevor dann das Let's Play vorbei ist. So. Joa. Ohne Spaß, ich muss ganz ehrlich sagen, aber von der Übersichtlichkeit her, was viele jetzt denken würden, finde ich, ist LS17 nicht unbedingt besser als der Vorgänger. Vor allen Dingen dieses Zurücksetzen-Menü, das ist doch viel behinderter noch als vorher geworden. Und was wie vorher, konntest du wenigstens auf der Karte auswählen, welches Fahrzeug du denn überhaupt zurücksetzen willst. Hier bist du auf der Karte. Oder kannst du auch... Ah, du kannst sogar... Ah, lololol. Okay, ich nehme alles zurück. Du kannst auch auf der Karte zu den Dingern rumspringen. Okay. Ich nehme alles zurück. Ja, und dadurch, dass die Karte jetzt auch bewegbar ist, ist es natürlich viel übersichtlicher. Ich nehme es zurück. Ich habe gedacht, man kann die nicht anklicken. Oh, die Spuren haben jetzt aber auch endlich mal Tiefe. Das ist cool. So. Können wir uns hier nochmal ein bisschen umgucken. Ach, guck mal hier. Der ist ja jetzt fertig. Mit dem ganzen Kram. Deswegen können wir direkt weitermachen hier hinten mit dem Feld. LVD hat einen vollen Korntank. Ja, das passt ja ganz gut. Dann lassen wir den hier arbeiten. Jetzt zu guter Letzt an diesem Feld. So. Helfer. Oh, Alter, das ist der Klaus Peter, Alter. So, und das dauert jetzt wieder 30 Jahre. Ich finde es komisch, wenn du großen Mähdrescher hast, dann fließt es auch viel schneller raus. Aber die Animation selber, wie das Getreide da rausfließt, ist nicht irgendwie anders oder so. Oder der Durchfluss irgendwie höher oder beziehungsweise hier bei diesem jetzt geringer. Sondern das ist einfach genau gleich. Ups. Okidoki, dann legen wir los. Mit einer neuen Runde. Das ist gerade irgendwie ein cooler Kreislauf. Muss man sagen.
So, schön Weizen. Alles klar. Und auf geht's zu Mary's Farm. Preise, so. Oh, noch 869. Naja, das macht nichts. Das sind ein paar Euro weniger auf 1000 Liter. Das ist gar nichts. So. Dann würde ich aber einfach mal sagen, bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid, hier bei Landwirtschaft Simulator 17. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!